Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Ja, meine lieben Freunde, ich möchte mal gerne etwas ansprechen, was natürlich auch die meisten interessiert. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich mich freuen, wenn ihr dem ganzen Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lassen würdest. Weil, würde mich mal freuen, wenn wir nach gefühlt 20 Jahren mal wieder die 100 Likes erreichen würden. Ja, kommen wir zum Thema, Freunde. Und zwar GTA 5 Online in der Next-Gen-Version. Und zwar haben ja viele Wünsche, Träume oder sonst was, was sich in der Next-Gen-Version ändern sollte. Weil Rockstar Games ist, was das angeht, ja komplett kalt. Also Rockstar Games hat ja noch gar nichts angekündigt, was neue Inhalte der Next-Gen-Version angeht. Das Einzige, was Rockstar Games bis jetzt veröffentlicht hat, was die Next-Gen-Version von GTA 5 angeht, ist halt ein Trailer. Und dieser Trailer bezieht sich leider nur auf den Story-Modus. Ja, da gab es keine Inhalte zu sehen von GTA Online oder sonst irgendwas. Aber ich habe natürlich Vermutungen, was sich ändern könnte. Also, wenn wir mal in die Vergangenheit zurückreisen, haben wir ja von der PlayStation 3 auf die PlayStation 4 und natürlich auch auf die Xbox One Neuerungen bekommen, die es ja bekanntlicherweise nur auf der Next Gen gab. So, ich gebe euch mal ein kleines Beispiel. Als wir damals noch auf der PlayStation 3 und der Xbox 360 gespielt haben, kam ja die GTA 5 Version für die PlayStation 4 und die Xbox One. Was hat sich Gravierendes geändert, was wirklich nur die Next-Gen bekommen hat? Von Anfang an, ich rede jetzt nicht von den DLCs, die nach und nach dazu kamen, sondern wirklich einfach von Anfang an. Ja, das ist einmal, klar, die Ego-Perspektive und die Unterbodenbeleuchtung für die Fahrzeuge. Das sind auf jeden Fall zwei gravierende Punkte, die wir von Anfang an bekommen haben, als wir den Release hatten von der Next-Gen-Version. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was bekommen wir für erhebliche Änderungen, wenn wir jetzt von der PlayStation 4 und der Xbox One rüber auf die PlayStation 5 und auf die Xbox Series X switchen. Da muss es natürlich auch gravierende Änderungen sofort zum Release geben und nicht erst nach und nach durch Updates, weil das wäre schon echt mies, muss ich sagen. Deswegen habe ich so ein paar Vermutungen, was sich wirklich ändern könnte, was auch realistisch ist und nicht irgendwo weit hergeholt. Ja? Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Das sind zum Beispiel die ganzen Baustellen, die ganzen unfertigen Häuser, die wir in GTA 5 überall finden auf der gesamten Karte. Wäre auf jeden Fall denkbar, dass die kompletten Baustellen, Gebäude, generell alles, was wir in GTA auf der kompletten Karte haben, wäre natürlich vorstellbar, wenn das fertiggestellt ist. Ja? Dass wir keine Baustellen mehr im großen Ausmaße in Los Santos und generell in GTA 5 Online zu sehen bekommen. Ja? Das wäre schon mal das Erste, was sich auf jeden Fall ändern könnte. Ja? Der zweite Punkt ist natürlich klar, eine grafische Verbesserung wird es definitiv geben, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ja, das kommt so oder so. Aber was ich mir noch vorstellen könnte, ist zum Beispiel, dass Los Santos endlich an Cayo Perico angrenzt. Das heißt, dass Cayo Perico, dass die Insel nicht mehr durch eine Cutscene und ein Flugzeug, durch diese Flugzeug-Cutscene erreichbar ist, sondern wirklich hier auf dieser Karte anknüpft und dass Cayo Perico dann von Los Santos aus wirklich mit dem Flugzeug per Schnellreise, sei es mit einer Cutscene oder sonst irgendwas erreichbar ist, so, dass wir so halt mit dem Flugzeug rüberfliegen können oder dass wir halt die Möglichkeit haben, auch mit dem Auto rüberzufahren, dass halt, ich sag mal, so eine Art Landbrücke entsteht zwischen Los Santos bzw. der generellen GTA 5 Map und Cayo Perico. Das wäre natürlich auf jeden Fall, was kommen könnte, ja, was natürlich sich auch auf den Speicher, den Online-Speicher von GTA 5 und den jeweiligen Konsolen ausrichtet, ja. Das wäre auf jeden Fall eine richtig fette Sache, wenn wir diese Änderung direkt zu Beginn bekommen würden, weil
Ich habe auch schon vieles gelesen, wie wir bekommen Real-Life-Autos, Real-Life-Marken in GTA 5 Online mit der Next-Gen-Version. Leute, das ist totaler Schwachsinn. Wir werden niemals in GTA 5 Online von Rockstar Games Seite aus irgendwelche Real-Life-Autos kriegen, wie Mercedes, BMW, Ferrari, Porsche, Audi und so weiter und so fort. Das werden wir niemals bekommen, ja, das ist klar. Mit Mods ist natürlich alles möglich, ja, ihr könnt es ja auch von meinem Gameplay hier aus sehen, ja, mit Mods ist natürlich alles möglich und das könnt ihr auf jeden Fall knicken, wenn es um Real-Life-Autos geht. Ja, dann stellt sich noch, natürlich noch die Frage, was erwartet ihr jetzt von Beginn an vom Release? Wir kriegen ja die Next-Gen-Version jetzt im März 2022. Was sich wirklich, 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 ja, ändert von Schlag auf, das heißt von Anfang an, ja. Ich meine, wir haben ja damals, wie gesagt, die Ego-Perspektive und die Unterbodenbeleuchtung bekommen. Nur die Frage ist jetzt, was bekommen wir jetzt von Beginn an zu Release der neuen GTA 5 Version? Ja, ihr könnt mir mal eure verrückten und kranken Fantasien einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Ja, und haltet ihr das für, ja, ich sag mal, realistisch, das, was ich gerade gesagt habe mit den fertigen Baustellen, mit der Landbrücke, mit der Angrenzung zu Cayo Perico. Haltet ihr das für realistisch oder sagt ihr, nee, glaube ich nicht? Oder schreibt mir einfach mal alles in die Kommentare, wie gesagt, was ihr so denkt und ob meine Version von diesem ganzen Video etwas realistisch ist. Ja, meine lieben Freunde, bevor wir hier aufhören, noch eine ganz wichtige Information für euch. Wenn ihr noch ein VIP-Mod-Menü haben wollt für GTA 5 Online, womit ihr eure eigenen Unlock-All-Accounts erstellen könnt, diese dann modden könnt und hinterher dann natürlich auf die Konsolen übertragen könnt, damit ihr nie wieder Probleme habt, ihr habt in GTA Online, dann schreibt mir einfach auf Instagram, Link zu meinem Instagram-Account ist unten in der Videobeschreibung. Ja, schreibt mich einfach an und dort erfahrt ihr dann alles Weitere. Ich bedanke mich jetzt nochmal recht herzlich fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Vergesst den Daumen nach oben nicht dazulassen und ich würde noch sagen, bleibt gesund, meine lieben Freunde, bleibt treu und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao!